Shalom Aleichem. Sie können das. Man geht schlafen, alles ist in Ordnung, tipptopp, picobello, Ruhe, Gelassenheit, endlich. Ich schaff es, ich pack es, es wird gut sein. Alles im Griff, ich bin in der guten Richtung. Es geht alles vorhanden, bin dankbar, alles okay. Am Morgen stehst du auf, wieder kalt, Frieser, Tiefkühler, Eis, Eistee, Zweifel, ich keine Kraft, schwarz, ich schaff das nicht, ist alles groß auf mir, was wird sein, wie kann das sein? Diesen Kafakela, diesen Einschleuderungen von Gefühlen, up and down. Wie kann das sein? Einen Moment bist du sicher, es wird gut sein. Einen Moment bist du am Zweifel, am Überlegen, ob es gut, richtig, bin ich in der guten Richtung oder nicht. Wem soll ich fragen? Kommt die Tora und sie sagt uns, es gibt eine Klippa, die heißt Amalek. Amalek bedeutet Safek, Zweifel, kalt, kühle, Frieser. Sollst wissen, wenn du dich fühlst, leer, kalt, abgenutzt, am Boden, ohne Benzin, ohne Energie, ohne Tanken, ups, hast du Amalek. Amalek will immer kühlen, deine Saunagefühl, deine Warmbadegefühle, deine Gemütlichkeit, deine Edelkeit, deine Spritzigkeit, deine Saftigkeit. Ihm gefällt nicht, dass du bist auf dem guten Weg. Er will dir immer kühlen. Immer wenn du hast Zweifel, sollst du wissen, ups, Amalek ist da. Nicht umsonst sagt uns die Tora, Zohor, Eis Asher Osolecho Amalek, Gedenke, also nicht vergessen, was hat dir Amalek gemacht. Du bist schon weg von Sklaverei, von Mitzrayim und Amalek kühlt dir weiter. Du bist schon auf dem guten Weg und dann, ups, kommt Amalek und will dir schon abkühlen und machen kaputt. Was soll man machen? Soll man sich mehr Wärme holen? Tasse Kaffee, Birkot HaShachar, Segensprüche, Gebet, heiße Dusche, Chassidus lernen, Tanja lernen. Das bringt dem Mensch Wärme, Wohltätigkeit, Einwärmen und Salben, Herzen von Menschen, die kalt sind. Also wenn du an andere Leute Warmkeit schenkst, wirst du selbst warm. Sagt der alte Rebbe, keine Sorgen. Bist du kalt? Amalek ist bei dir eingetroffen. Amalek, geh weg. Bleib in deinem Weg. Ich möchte weiter warm sein. Ich habe genug Leute, die mich kühlen wollen. Die ganze Zeit, mit so vielen Sachen. Wer braucht deine Videos? Es ist so viel und so oberflächlich. Amalek, sei gesund und stark. Ich mache meine Aufgabe. Ich muss mehr Wärme haben. Und Sie? Hör auch nicht auf Leute, die euch kühlen wollen. Bleib warm, war lebendig, war, bleib spritzig mit Warmkeit. Nur mit Warmkeit werden wir die Temperatur von Jiddischkeit weitergehen. Moshe Rabbeinu sagt in Parshas Vayelach, es wird kommen eine Zeit und das Volk wird abkühlen zu Gott, Vesono, Achrelukim Acherim, steht in Parshas Vayelach. Aber Vehato Kisvulochem es Shiro Azois, Limdo, lernen. Lernen Torah wird dir immer warmen. Torah lernen, ein Tag ohne Torah ist wie ein Fisch ohne Wasser. Ist wie ein Tag ohne heiße Tasse Kaffee. Weiter wärmen, weiter Tanja lernen, nur dann werden die Knochen heiß. Schkoyach.